Interessantes Setup. E5 gegen EV. Und Wette, du wieder wette. ein 63er dabei. Bin gespannt, Sieht man. was das 268 dagegen halten kann. Und Mac Mokka mit dem T1, also war doch was dran. Ja. Ja, da ist eine Wargaming-Werbung, das habe ich noch nie gesehen, ist ja abgefahren. Ja, das Oh. ist auf allen dieser Maps inzwischen. Hä? Da, ja, vorne dieser Balken, die sind überall. Sehe Das ich zum ersten ist Mal, die ist ja sind auch überall. geil. Das erst, das haben sie ursprünglich für ja halt als die WGL gestreamt wurden auf Minen gemacht. Und die gibt es jetzt überall. Die ganze Map ist voll damit. Schleichwerbung halt. BGF. So, ja, ich bin mal gespannt. Also, wenn das 268 am 263 bounced, ja, dann hat das 263 eigentlich schon was gewonnen. Ja, wir haben ja gerade die Durchschlagswerte gehört. Also da wäre schon viel dabei, um da quasi zu Ich glaube, bouncen. ich sollte den Channel doch verlassen, weil auch wenn ich selbst jetzt im MS1 sitze, höre ich ja durch euch, was passiert. Und kann ja trotzdem dann beeinflusst werden. Das stimmt auch wieder. Okay. Nur mal so, um den Denkfehler nochmal reinzubringen. An euch noch viel Spaß, dann gehe ich mal Ja, in meinen Tito. Oh, eigenen Channel. gleichfalls. Alles klar. Danke dir. Tschö. Woody, tschö. User left your Ja, channel. das stimmt natürlich auch. Ja, deswegen, ja, sollte man als Spieler dann halt nicht streamen. Aber geil mit den Schildern. Ja, Ich es habe ist ja cool gemacht, oder? Also, schon es mal ist. Einschläge bei Kempinovka, kennt ihr aber, ne? Auf dem Ja. Testserver. Ja. Da habe ich auch nicht schlecht geguckt. Da dachte ich auch so, wieso schießen die schon? Der Timer läuft doch noch. Wieso fallen hier schon Bäume um? Ja, würde ich viel modden, würde ich da meinen YouTube-Channel drauf klatschen. Verkaufswerbefläche Dann hast du gewonnen, wenn du Panzer Gerd überzeugst, dass die hier auf den Schild draufkommen. Dann hast du Trainingsräumen. gewonnen. Oh, da gab es schon die erste Schelle für Vom den F. 215B. Genau, meine ich. Deswegen meine ich nämlich, dass E100 bei sowas dann eher schon besser ist. Der ist zwar Ist, langsamer, aber ja hey. genau, ist natürlich langsamer, aber ich muss auch sagen, das Objekt, ob das Objekt da so gut steht. Ich meine, es Ich sieht wollte auch gerade hier sagen. nur den Bedchat und ja, das war's dann auch. Aber auch das wird jetzt wahrscheinlich einen reinkriegen. Es fährt, oder? Nö. Ja, das Objekt hat einen besseren Tarnwert als der Ja, aber 215B. es war offen. Also die Badget hat drauf geschossen. Also das, gerade die Badget ist weit genug vorne, um den ganzen Spot mal rüberfahren. Aber ich glaube, Aber das Objekt hatte sich gerade zu einer anderen Richtung gedreht. was Objekt hat auch seitlich Schottpanzerung, oder täusche ich mich da? Also ist schon schwer, das Objekt richtig zu treffen. Vor allem ist es auch ziemlich flach und der Unterbau ist ziemlich klein. Das heißt, also oft geht es auch nur in die Ketten. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist das Stammtischteam im Vorteil. Aktuell. Momentan noch, ja. Mit rund 600 Damage. Mal schauen, was da als nächstes passiert. Bin echt gespannt, was der Bedchat vom SW-Team macht. Da bin ich auch drauf gespannt. Also ich muss sagen, ich hätte auf dieser Map keine Bedchat gewählt. Sehe ich. Ja. Na, ich find's gar nicht so schlecht, aber ja, ich hätte ein anderes Medium gewählt, das ist auf jeden Fall so. Weil die Badger hat keine Gun Depression, keine Gun Elevation Nein. und eine sau ungenaue Gun. Genau, du hast hier wieder Range drin auf der Map und da ist Ammo-Lager, Magazin hin oder her, nicht die beste Wahl. Ja, siehst du auch, ne? Die Badger, die arbeiten eigentlich nur als Spotter. Mehr machen die jetzt gerade hier nicht wirklich. Ne? Also SWA versucht hier Druck zu machen, so ein bisschen, gleicht quasi jetzt so ein bisschen schon aus. Die Frage ist nur, ob sie sich nicht hier mit dieser Aktion ihr Grab schaufeln. Ja, schwierig, schwierig, schwierig gerade. Da kam übrigens der Ausgleich vom 268. Das hat ordentlich gescheppert. Jo. Aber wir müssen jetzt darauf achten, dass wir Focus Fire machen.
Und der Push jetzt auf das Objekt 263 könnte sehr fatal ausgehen. Ja. Ich weiß. Ja, und das Objekt musste jetzt erstmal lange fahren. Jetzt wird's eng. Und das Objekt ist down. Und das Objekt 268 kann auch noch schießen. Also wenn er jetzt einen guten Schuss auf die Batch hat, oder auf den E5, so eher. Den Fokus hier. Sehr schöner Schuss. Ja. Ich kann sich jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll war oder nicht. Im Endeffekt sinnvoll, weil die Batch hat jetzt eh full life, also sie wäre eh weggekommen. Tot gekriegt hätten sie sie nicht. Deswegen war es schon ganz sinnvoll, dass sie erstmal den E5 nehmen. Das auf jeden Fall. Ui. Das war unerwartet. Ich hätte gedacht, der Push, der verdammt. Also ich kann sagen, wenn die jetzt auf die Batchet geschossen hätten, down hätten sie sie nicht gekriegt. Die hat 1500 HP, die hätte mit 400-500 HP jetzt überlebt. Ja, denke auch. Ja. Dann hätte der E5 schon längst den RV rausgeknippt, knuspert, und eventuell die Batchet, die andere Batchet gekillt. Also das muss ich echt sagen, das war wirklich überreagiert mit dem Push auf den E5 und auch nur auf den E5 geschossen. Jo. Ja. Na, mal schauen. Ich meine, die Batchat hier kann immer noch relativ viel machen. Der V ist ein One-Hit und auch offen, aber wohl gebounced. Ui. Ja, aber das Problem an der Geschichte ist, dass die Batchat gerne einfach ultra ungenau ist. Das stimmt auch. Ja, aber wie gesagt, sind... Die zwei gehen jetzt Captain und der FV beschäftigt sich mit der Batchat. Also, ich denke, das gegessen. Also, wenn er es jetzt schafft, die Batchat rauszunehmen und den FV rauszunehmen, dann ist es belebt. Hat er gute Chancen auf meine Punkte des Spieler des Tages. Ich würde mir jetzt erstmal... Oh, das war eindeutig zu lange da. Hätte er wesentlich früher rein. Ich würde als Batchet mich Object covern. Das war aber ein High-Roll, oder? 430? Ich habe den Pass jetzt selber nicht, aber 430? Ja, das war ein High-Roll. Average ist schon 90. Ja, und jetzt ist es tatsächlich nur noch der FV. Wenn der draußen ist, könnte und dann die restlichen Schüsse eventuell noch auf das Objekt setzen. Was hatten die Widget geschossen? Zweimal? Zweimal bis jetzt, ja. Dreimal. Lädt die jetzt, oder? Nee. Die fängt sich jetzt gleich wieder einen Schuss vom Objekt. Oder auch nicht. Aber wäre eigentlich kein schlechter Trick jetzt zu laden, oder? So nach dem Motto, ich schaff dann nicht mehr. Ich würde genau den FV, der FV muss raus. Einer von denen muss raus, dann kann nachgeladen werden. Ja, habt recht. Aber er kommt da leider nicht dran, das ist das Problem. Jetzt hätte er die Chance, auf den FV zu gehen. Warum geht er nicht? Ah. Oh mein Gott. Ah, das war jetzt hat er Zeit zum Reloaden. Jetzt muss er weg. Hammerhart. Aber das Objekt ist auch nicht gerade langsam. Oder? Nee, und das wird er jetzt einmal quer drüber brettern. Der hätte er vielleicht schon vorwärts wieder wegfahren müssen. Ja, ob er es da so rumschafft. 40 Sekunden? Nee, ich bin jetzt... Ich habe 3000 Gefechte auf der Batchet, ich weiß es gerade aus dem Kopf. Ich bin gerade unter einer Minute, ne? Ja, weit unter einer Minute. Irgendwie 37 Sekunden oder so. 37, 36 Sekunden. Kommt natürlich auf die Crew an. Alles macht der Wahnsinn. Ototo auf jeden Fall sehr gut, wenn er den jetzt auch noch tracken kann. Ah, jetzt hat er. Oh, jetzt hat er echt Probleme. Ja. Oh, schade. Sehr knapp, aber. Also, ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Auf jeden Fall. Er hätte weiterfahren sollen. Er hat niemand als angehalten, hat er das verschenkt. Na, wahrscheinlich näher dran, oder? Er hat den Bogen zu groß geschlagen. Ja. Oh, schade. War wirklich schön gedacht. Also. Ja, das Objekt 263 war für die Gegner leider, also für das Stammteam leider nicht ganz so erfolgreich. Oh, der Betty wird sie jetzt ärgern, alter Falter. Ah, ich meine, noch ist nicht alles verloren. Ja, aber hätte er näher dran gewesen, hätte die Kurve nicht so groß fahren müssen. Das stimmt. Also nicht, dass ich es besser machen könnte, aber das wäre, glaube ich, die Lösung gewesen. Aber hier sehen wir auch, der E100 hat, E5 hat irgendwo geschafft, Team-Damage zu machen. Und ganze 100, ich glaube, der hat bei der Batchet da mal eben angeklopft quasi. Das ist bei sowas immer sehr schlimm. Das hätte das Spiel mit entschieden. Das waren die HP, die in der Batchet gefehlt haben. Das ist du meinst echt... beim High-Roll. Ärgerlich. Ah, zwei interessante Komponenten. Also A, der Push, hätte ich gedacht, dass der nicht so ausgeht, wie es geplant ist. Und dann das Ende eben, fand ich jetzt auch ganz spannend. Also das Ende, also ich muss echt sagen, hat er
super ausgespielt am Ende. Und leider, also was heißt leider, soll jetzt nicht, geht nichts gegen SWA sein, jetzt hier nicht einen falschen Hals kriegen. Ne? Also ich bin da recht unparteiisch, ich kann es beidem zu gewinnen, ja. Aber für das, was er noch rausgeholt hat, ja, in dem Moment aus der Situation, ja, 1 gegen 3. Hätte ich es auf jeden Fall, also verdient hätte er es gehabt, der Otto, Auf wenn jeden sie Fall, gewonnen das hätten. stimmt. Ja. Ne? Also bis zu dem Moment, wo er die Kurve nicht gekriegt hat, wo er versucht hat, das Objekt zu treffen. Also dieses kleine kurz vom Gas gehen und warten. Ne? Also er hätte wirklich, ohne jetzt klugscheißen zu wollen, aber er hätte wirklich Gas geben sollen und rankommen und von der Seite ran und daneben Aber kommen es ist sollen. der Klassiker, ne? Also ich bin jetzt auch nicht so der Meister im Zirkeln, aber das ist genau das, was mir auch passiert. Ich entferne mich beim Zirkeln zu weit und habe Ja. dann einfach, die Distanz ist dann zu groß, ich komme da nicht mehr ran. Und Ja, dann das. ist die Drehgeschwindigkeit des Opfers manchmal halt so groß, dass es halt genau nicht mehr passt. Ah, das Problem habe ich auch ab und zu. Er hätte einfach aus der Fahrt schießen sollen, Trackshots, ne? Ja. Und wenn er es geschafft hätte, einen Trackshot hätte gereicht. Er wäre hinten rangekommen. Und wenn er hinten dran ist, dann ist er hinten dran. Dann kann er auch erstmal Ja, genau, reloaden. klar. Dann ist egal. Ja. Ah, das sind die Dinger da. Das wurmt dann. Aber da schreibe ich mir das mal eben irgendwo auf, eine Kurznotiz. Das war auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher, eine gute, guter Ansatz quasi, gute Situation da. Ja, wobei, nee, stimmt, wir sind noch nicht im Halbfinale. Was mache ich für ein Bullshit? Wann sind wir eigentlich im Halbfinale? Welche Runde ist das? Mal gerade auch nochmal gucken hier. Schreibt hier einer im Chat, wäre er wirklich ein Faggot, würde er bei Seal fahren. Da Fug. Siehst du, was du angerichtet hast? Das wäre ja der Hammer. Quickie weiß sie. Oh Mann. Nee, also Quickie ist schon echt ein krasser Spieler. Er spielt auch sehr überlegt. Der überlegt sich immer, also Ja. wirklich, also der macht nichts Unüberlegtes, zumindest das, was ich gesehen habe, und spielt das halt alles sauber runter. Naja, das ist, ja. Also ich finde bei ihm immer, genau, also die taktische Überlegung ist einfach immer astrein. Und auch vor allen Dingen, ich denke, dass er ein sehr intelligenter Mensch ist, denn er kann unglaublich schnell auch die Taktiken switchen. Und dann finde ich, dass er, ja, dann ist er auch mal sehr überlegt. Der kann schon was. Durchaus, ja. Ich weiß gar nicht, irgendwann sagte mir mal einer, der sei jetzt in irgendeinem fetten Clan drin, aber Nee, das irgendwie war nur hieß wegen der dieser. Kampagne und auch nur ein Ah. Tag. Alles klar. Finde ich nebenbei auch echt irgendwie authentisch und konsequent, dass er sagt, nö, ich will nicht in einem Clan drin sein. Finde ich eigentlich ganz cool. Weiß ich nicht, also das ist. Also ich finde es genau, also Clan, nicht Clan. Ich finde es eigentlich fast besser, wenn man in einem Clan ist, auch jetzt so als großer Streamer oder so. Ich meine, das ist jedem selbst überlassen. Ich sage da auch nicht, besser ist falsch, aber Nee, ich meinte mit authentisch, er sagte irgendwie mal, dass er nicht weiß, welchem Clan, und er kann sich da irgendwie, habe ich mal irgendwas gesehen, irgendein Interview. Und das hat er irgendwie ganz am Anfang mal geäußert und das zieht er auch durch. Also das meine ich mit authentisch. Achso, okay. Ich meine, bei Clan-technisch kommen ja immer mehr attraktive Sachen, um in den Clan zu kommen. Also, da kann sich so eine Meinung, denke ich, auch mal recht schnell ändern. Aber ich meine, so zum Beispiel, ich fahre oder habe einen Clan hier jetzt, weil ja, ich die Leute da jetzt, sag ich mal, ganz gut finde. Mir gefällt es da einfach sehr gut, deswegen bin ich drin. Aber ich bin aus dem Grund, dass ich Gold will durch CW und CW fahren will, bin ich rein. Und Naja, klar. das will ich ja jetzt auch noch. Das hat er, braucht er ja überhaupt nicht. Der hat ja immer meistens seine 60.000 bis 80.000 Gold drauf. Was ich sogar gehört habe, was ich echt so ein bisschen, dafür mag ich ihn fast nicht. Er switcht ja echt Gold für Credits. Also das ist sowas. Ne. Meinst Credits für Gold? Meine ich. Gold für Credits würde ich auswitchen. Warte mal, musst du mir erklären, bitte? Wie mache ich das? Wo finde ich die Option? Ja, so 10 Millionen Credits für 10.000 Gold würde ich sofort tauschen. Selbst für 1000 würde ich das. Wobei für. Ne, für 1000 nicht. Nee. Wobei der Umtauschkurs ist mal richtig asozial, ne? Also das kostet mal richtig Gold, wenn du mit da Credits dir kaufen willst. Habe ich letztens erst einen gesehen, so einen Typen, der hat sich für 1 Million, Quatsch, der hat sich 100.000 Gold in Credits umgewandelt. Was? Wahnsinn. 100.000 Gold in Credits. Alter, Doch, bis zum Spiel? das sind wie viel? 300 Euro? Was? So.
So, wir haben wieder quasi gleiche Das Setup. gleiche Setup. Ich verstehe das gar nicht. Wir haben bis jetzt noch. Hatten wir ein Team, was uns wirklich geändert hat? Abgesehen von einem SWA-Team, welches es theoretisch Nee, wechseln die sind alle bei musste. ihrem Setup geblieben. Verstehe das. Ich verstehe halt nicht, warum man da nicht eventuell mal was ganz Neues ausprobiert. Gerade wenn man. Sag mal, sind das alles Partner-Clans da auf der... Auf der SW-Seite. Nee, die SW-Seite ist in Ordnung, glaube ich. Oder wie Partner-Clans. Ideal, PZKX, 777, Man. Nee, warte mal, wieder unsere Zuschauer. Nee, warte. Also ideal ist international, das sind einfach Leute, die zusammenspielen, sowas. Nee, ich bin über die T1er gestolpert, die nicht zum Clan Tech passt. Achso, ja, die Zentralleitung, ja, der ist Schiedsrichter. Lujan, keine Ahnung, und den MC kennen wir ja auch schon. Naja. In MacMogga. MacMogga. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt da rumkommt. Ein Ditto. Weiß nicht, wie benutzt ihr die Kamera? Ich switch einfach die ganze Zeit hin und her Ah, zwischendurch. okay, also wie ist nicht mit der Freecam auf Touren quasi? Recam auf Touren? Nee. Also du kannst mit, was ist das? Shift F9 oder Caps, so. Oder Caps F3. Caps F3 kannst du deine Kamera lösen quasi. Dann kannst du über die Maps schweben. Kannst mit Q und E hoch und runter machen. Mit P machst du so eine Smooth Camera. Damit machen die ihre Videos. Also Caps F3. Nee. Ich dachte mal, das hängt mit dem Modpack zusammen, was man drauf hat, aber Naja, das wahrscheinlich ist ein Mod. ist. Der wurde mal geleakt von WG und WG hat er halt damals benutzt. Inzwischen ist der frei verfügbar quasi. Ja. Also du musst auf irgendjemand sein und dann gedrückt halten, ja? Caps gedrückt Ja, halten und dann und F3. du musst die Kamera entkoppeln erstmal vom Tank. Ja, das ist das dann, ja. F3, dann ist er entkoppelt. Und dann kannst du schon eigentlich los mit WASD halt wie du einen Panzer steuerst. Das ist es dann. Nee. Nö. Hast du, wobei Caps Lock ist eigentlich egal, ob du Caps. Doch, bei Müsst. mir geht's. Naja. Ja, es muss gehen, also die Kombi ist egal, ob du Caps an hast oder nicht. Müsste gehen. Ich weiß nicht, kann sein, dass es durch den Mod blockiert wird. Es kann gut sein. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ist egal jetzt. So, da haben wir auch schon gerade Ja. den ersten Schuss vom Objekt gesehen, vom Objekt 268. Welches auf den Bedchat geschossen hat, auf die Bedchat, aber anscheinend nicht getroffen hat. Ich habe 1000 Games auf dem Objekt 268. Ich bin von diesen 1000 Games das ein oder andere Mal in der Bedchat gebounced. Das ist fürchterlich, das Ding. 1390 ist in letzter Zeit auch so bouncy. Auf jeden Fall, das Stammtisch-Team ein bisschen noch weiter zu hinten diesmal. Ja, beide Teams sehr defensiv. Ich glaube, das ist, weil beide Teams noch nicht wissen, wo die jeweiligen Panzer sind. Ich denke, sobald irgendwie die DR5 oder das Objekt offen wären, würde der FV das machen, was sie jetzt machen. Und das machen sie anscheinend so schon. Weil sie Ja, sich du musst wahrscheinlich ja eher ahnen, wo die Gegner sind. auch überlegen, das Wissen aus dem ersten Game, das speicherst du ja ab. Und wenn Mhm. dir das zu rushig war oder du gerusht wurdest oder da zu viel, dann bist du ja total defensiv. Es ist interessant, die Movements zu sehen, wenn die noch nicht wissen, wo der Feind ist, aber der angekrochen kommt, ne? Denke ich immer so, nein, doch! Ja, weil das war bei dem Match vorhin mit Ramble gegen Jumbo sehr interessant, als dann Ja. quasi echt, was weiß ich, 80 Meter zwischen dem Gegner war und da war einfach nur eine Mauer zwischen und die sahen sich halt nicht, weil die Mauer dazwischen war. Man Ja. selber sah die dann so auf beiden Seiten, das war schon krass. Aber So, hier, interessant, ne? jetzt wird's interessant. Ja. Will Stammtischteam campen oder was? Ja, scheinbar. Na, ich meine, was sie jetzt machen, denke ich, ist defensiv bleiben und die Ja. Badchat könnte Ja, echt meine ich ja. jetzt ziemlich Campen, defensiv bleiben viel. ist das Gleiche. Ja, ich meine, defensiv bleiben und die Badchat fährt rum und dann fangen sie an. Na, die Badget sucht, die wissen noch nicht, Also, wo sie sie machen sind. nur einen auf Campen und dann, aber scheinbar fährt die Betty da auch nicht ganz rum. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Absolut, ja. 268, 268 RV gehen offensiv durch die Mitte.
Ob wenn der FV jetzt weiter drückt, das ist auch Sie splitten sich auch immer mehr. Also das Stammtischteam splittet sich da immer mehr und werden auch immer weiter in eine Richtung gedrängt. Und bald haben sie da schon den SWA ist weiter gesplittet. Kippt nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja, zwischen der Bad Chat. Und da hat der FV auch gerade schon eine Schelle von der Betty kassiert, die ihn früher gesehen hat als der FV sie. Oder S, ich weiß es nicht. Die Bad Chat, das Bad Chat. Mein Fenster Oh! aufmachen hier. Das war, ja, das war, das, die war Das war wichtig für mich. eine sehr dicke Kelle. Aber auch da wieder, die Bettstadt ist nicht offen. Aber hier versucht der Also FV auch sehr konstant, oder er versucht sehr auf Fokusfeuer zu gehen und will da sogar, oder kassiert sogar Schüsse dafür, dass er den E5 treffen kann. Und da kassiert Problem. der 5 auch schon den nächsten. Wo man mal sehen, dass Fokusfeuer ja auch ein Nachteil ist manchmal. Ja, das war nicht unbedingt so gut. Also die Badchat, Oh, die Badgett flankiert ja. übrigens. Die wird jetzt aggro. Die andere Badgett hat sich fast leer geschossen. Ja, und jetzt geht die Badgett. Jetzt holt sie sich in die 5. Oh, da hat das Objekt Aber wenn. 268 galant einen Schuss in Land gesetzt. Aber wenn sie schon. Ja, die 5 down. Jetzt holt sich die Badgett das 263. Ja. Ja, 263 ist auch Geschichte jetzt. Ja, das war's, denke ich wieder. Ich denke auch hier, genau. Hier kann der Otto das wahrscheinlich nicht ganz so drehen. Das ist viel zu viel HP noch im Spiel. Ja, das schafft er nicht. Aber eine Also sehr, sehr stronker, also sehr guter Fokusfeuer von SWR, muss ich sagen. Die haben da echt den E5 ziemlich zermalmt. Auch wenn der FV da bei dem letzten Schuss etwas zu viel gewagt hat, fand ich das echt sehr, sehr gut gespielt. jetzt Ja. kann das die Chase beginnen. Jetzt müssten sie, ja, ich denke, die ihn Ja, die cappen. kämpfen jetzt. Das ist, Wäre nee. dumm, oder beziehungsweise zwei Captain, der eine, aber der muss ja kommen. Ja, aber ordentlich gemacht, kann man ja anders sagen. Jo. Gespielt auf jeden Fall sauber runtergespielt. Das ist immer das, was ich meine. Wenn man zu defensiv spielt, dann gibt man dem Gegner das Spiel ab. Und wenn der Gegner das Spiel aufzwingt, dann. Ich meine, natürlich sollte man dem Gegner die Zeit geben, einen Fehler zu machen. Aber ich sage mal, es ist ein Unterschied zwischen dem Gegner Zeit geben, Fehler zu machen und dem Gegner die Map abgeben. Interessant war mit, wenn Otto irgendwie näher mehr sich beteiligt hätte. Aber der hat da hinten wahrscheinlich geguckt, ob die Badgett den anderen Weg geht, oder? Ja, Also. die wussten ja nicht, wo die andere Badgett ist. Und wenn die andere Badgett plötzlich von hinten kommt. Ja. Ja. Ich Aber so, glaube. ich weiß. Ja? Hat Otto mitgeschossen da? Hat er viel Damage Ja, gemacht? Das habe ich jetzt. hat er. Der hat auf dem FV da einige. Der hat den gar nicht so schlecht flankiert, aber ich glaube, sie hatten echt erwartet, dass die Badgett von SW eventuell über die Einserlinie Ja, kommt. anscheinend. Weil die war so lange da unten und deswegen. Ich kann mir das nicht anders denken, außer so, dass sie sich wirklich was dabei gedacht haben, sich so weit wirklich zurückfallen zu lassen und dass die den Otto da so weit nach links zu ziehen. Aber ich muss dazu ganz auch sagen, also ich spiele meine Badgett in so einer Situation eher so, dass ich mit der Badgett lieber mal den Schaden fresse, ja, und sag schnell,